Ein herzliches Willkommen hier wieder bei uns im Schloss Eckberg an diesem wunderschönen sonnigen Morgen. Mein Name ist Martin Thomas, das ist der Felix Barthold. Ich bin der Küchenchef, der Felix ist der Souschef hier im Haus. Wir machen heute eine exotische Jakobsmuschel-Vorspeise mit Guacamole. Da fangen wir mal an. Als allererstes habe ich hier eine Schalotte. Die müssen wir ganz kurz schälen. Wenn wir die Schalotte geschält haben, müssen wir die ganz fein würfeln. Es geht am besten, wenn wir die ganz dünn einschneiden. Sie können das ruhig auch ein bisschen langsamer machen, wenn Sie da Angst haben, dass Sie sich verletzen. Dann schneiden wir die ins Längste ein, damit wir ganz feine Streifen haben. Und dann wird das einfach nur fein runtergewürfelt. Jetzt geht das hier rein. Dann mache ich schon mal einen kleinen Tropfen Öl drauf, dass der Geschmack sich ein bisschen entwickeln kann. Genau. Als nächstes nehmen wir uns die Avocado. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten, die zu verarbeiten. Das eine ist, wenn die ziemlich fest ist, dann können wir die schälen, einschneiden und den Kern rausholen. Und wenn die ziemlich weich ist, dann geht das nicht, weil man dann ziemlich matschige Finger kriegt und das Fleisch zu drückt. Da würde man die erst den Kern rausholen und dann mit dem Löffel das Fruchtfleisch rausziehen. Die ist jetzt eigentlich schon relativ weich, deswegen holen wir uns erst den Kern raus. Das ist einmal nur ringsherum eingeschnitten. Dann drehen wir das einmal und dann haben wir schon die Avocado. Holen den Kern raus. Und wenn man die dann erst schält und die zu weich ist, dann würde man das halt zerdrücken, weil das schon eine relativ zarte Frucht ist. Wenig Struktur. Sehr zu empfehlen ist, wenn man eine relativ weiche Avocado nimmt. Es gibt da zwei verschiedene Sorten. Das ist einmal die normale Avocado, die ist eigentlich immer ein bisschen fester. Und dann gibt es die sogenannte Hass-Avocado, die ist immer schön weich. Die empfiehlt sich eigentlich am besten dafür. Die Avocado, die werden wir jetzt mit einer Gabel zerdrücken, aber nicht zu fein, dass halt in der Guacamole schon noch ein bisschen Struktur drin ist. Das reicht schon. Dann nehmen wir das jetzt mal. Ziehen uns das in eine Schale. Wichtig ist, dass man dann auch gleich ein bisschen Limonensaft drauf macht oder Zitronensaft. Limonensaft hat natürlich eine leckerere Säure als Zitrone, weil die Avocado sonst stark Farbe verliert und ja, das sieht dann einfach nicht mehr so gut aus, wenn das so ein bisschen gräulich ist dann. Dann nehmen wir uns die Limone, Limette, tun die ein bisschen rollen, dass sich halt innen drin die Zellen so ein bisschen lösen und der Saft dann besser sich rauspressen lässt. Und schneiden die einmal an. Ich denke mal, eine halbe wird reichen für uns heute. Dann tun wir das einfach so schön hier reinquetschen. Schön verrühren, dass sich der Saft überall reinsetzt. Genau, dann haben wir schon eine schöne Farbe. Da ist ein bisschen Struktur drin. Ist eigentlich so, wie wir es haben wollen. Jetzt machen wir unsere Zwiebeln dazu. Zwiebelwürfelchen, die wir mit einem kleinen Schuss Öl mariniert haben quasi. Dann verrühren wir das Ganze. Müssen wir es jetzt nur noch abschmecken. Wir machen das in diesem Fall mit ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Und weil wir das ja sehr fruchtig halten wollen, haben wir hier noch einen Mangoessig von Wieberg. Da machen wir auch noch einen kleinen Schuss rein. Das rundet die ganze Sache so ein bisschen ab. Ja, da haben wir es eigentlich schon. So, wir machen jetzt die exotische Vinaigrette. Und zwar besteht die aus Ingwer, Zitronengras, Schalotten. Nehmen wir ein bisschen Erdnussöl. Die Sachen da rein. Lassen das kurz anschwitzen. Dann füllen wir das mit Geflügelbrühe auf. Machen dazu ein wenig Mirin. Das ist ein Reisessig, den man auch dazu benutzt, bei Sushi den Reis zu säuern. Jetzt lösche ich ab mit ein bisschen Essig. Füllt da die Geflügelbrühe drauf.
So, also das lasse ich jetzt ein bisschen köcheln. Das muss jetzt ca. 10 bis 12 Minuten einfach Geschmack abgeben und dann zieht man das runter, wartet bis es erkaltet ist und zieht es dann einfach mit etwas Öl und bindet es. So, in der Zwischenzeit, wenn das kocht, schneiden wir das Obst. Das sind hier einmal die weißen Pitahayas, die roten Pitahayas. Eine frische Passionsfrucht und eine Mango. So. Die Pitahaya einfach aus der Schale brechen. Das geht relativ einfach. Das mit der weißen genauso, einfach nicht festhalten. Ausbrechen. Schneidet man das in feine Würfel. Würfel in eine Schüssel. Die Passionsfruchtkerne einfach mit hinein. Dazu nehmen wir jetzt noch ein bisschen Koriander. Koriander gleich mit Stiel und Blatt alles verschneiden. Das ist völlig legitim hier bei diesem Gewürz. So. Und ganz klein wenig abgekochtes Senfsaad. Das hat jetzt also ausreichend gekocht. Geschmack ist vorhanden. Alles abpassieren. Das ist da jetzt unsere fertige Basis quasi. Hier habe ich jetzt also die geschnittenen Würfel. Mango, Pitahaya in Rot, Pitahaya in Weiß, dieses Senfsaat, das abgekochte, frisch geschnittene Koriander. Hier ist unsere Basis für die Vinaigrette. Das ist jetzt nochmal die bestehend aus Zitronengras, Schalotten und Ingwer. Bisschen Geflügelbrühe und ein ganz klein wenig Mirin. Das ist jetzt kalt. So, da kommt jetzt noch mal ein ganz klein wenig von dem Aceto Zitrone. Aceto Zitrone, das ist ein Essig aus Orange und Zitrone und Grapefruit. So, jetzt kommt dann noch so ein bisschen Olivenöl dazu. Klein wenig Salz. Bisschen Pfeffer. Das nehme ich davon 2-3 Löffel weg. Vermenge das. Das ist jetzt unsere fertige exotische Vinaigrette, die wir für unsere Jakobsmuschelvorspeise benutzen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.